Da. Er baut eine Burg. Dieser fette, fette, nackte Engel. Baut eine Burg hier hinten. Er ist so fett. Und hier scheint die Folterkammer zu sein. Ist da nicht vorhin irgendwas reingeflogen? Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu Hellpile. Das Spiel ist aktuell schon draußen. Ich spiele trotzdem nur die Demo. Hier ist Nemo. Ich spiele eine Demo und da ist Nemo. Demo starten. Und es ist ein Jump'n'Run, deswegen nehme ich meinen Controller. Es ist ein bescheuertes Spiel. Und es ist sehr obszön. Also, es ist einfach crazy. Ich habe mir schon ein paar Bilder davon angeguckt. Ding Dong, hallo, ich komme zur Arbeit. Ich kann nicht laufen mit meinem Controller. Warum nicht? Ich halte erstmal runter. Das ist mir... Hier ruckelt mir alles so viel. Bestätigen. Also dadurch, dass ich streame und aufnehme, sollte ich sowieso immer nie so hoch spielen. Ist viel besser für den... Ich meine, ich habe ja schon alles auf episch. So, Controller, was ist hier los? Muss ich hier einstellen, dass ich mit Streamer-Modus an? Harmlos? Unfassbar harmlos. Streamer-Modus, harmlos, unfassbar harmlos? Ich mach mal harmlos. Aber ich kann nicht... Ich mach mal Stecker raus. Stecker rein. Ja, ich kann laufen. Wuhu. Also, das da oben... Guck mal, wird sogar zensiert, sein Popoloch. Siehst du das? Ach, wegen Streamer-Modus. Das wird jetzt weggestreamt. Also, weggepixelt. Ich kann schon wieder nicht laufen. Und mein Controller hat einfach gemacht, was er will. Ich glaube, manchmal sind meine USB-Sticks überfordert oder so. Nee, wir wollen keinen Streamer-Modus haben. Obwohl, eigentlich ist es ja besser, aber ich bin ja eh nun... Jetzt kann ich schon... Ja. Aus. Sieht man denn seinen Pillemann? So, weil das halt so ein nackter Typ... Hat er einen Pillemann? Hat er einen Pillemann? Okay, let's go. Lass sie mal wieder an, wer hier ist. Mein kleiner Lakai, bereit, seine ersten Schritte in dieser verkommenen Welt zu wagen. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wer ich bin oder was du hier tust, richtig? Richtig? Habe ich schon wieder Connection zum Controller verloren? Kann ja nichts drücken. Ich lese das ja vor, auch wenn ich jetzt gerade im Weg bin, ne? Nun, ich bin Chef, dein Vorgesetzter und Mentor, und ich arbeite daran, den widerwärtigsten Geburtstagskuchen zu backen, den die Hölle je gesehen hat. Ich kann schon wieder nicht drücken. Wieso, hä? Wieso verliere ich immer Connection zum Controller? Habe ich zu viele USB-Dinger drinne? Guck mal, ich stöpsel ihn wieder raus. Und jetzt stöpsel ich ihn wieder rein und habe ich wieder Quartz Controller Connection. Guck, jetzt kann ich wieder drücken. Du bist nichts als ein nützlicher Lakai, den ich damit beauftragt habe, die Zutaten für dieses niederträchtige Unterfangen zusammenzutragen. Und so bist du in dieser stinkenden Jauchgrube gelandet. Wie dem auch sei, es werden die fauligen Früchte unseres Unterfangens heute nicht mehr ernten, denn dies ist nur eine Demo von Hellpile.
Dennoch, sollte es dir gelingen, diesen Abschnitt des Spiels zu meistern, soll dir zeitlich begrenzter Zutritt zu unserer Hubwelt gewährt werden. Viel Glück, würde ich sagen. Jetzt kann ich schon wieder nicht drücken. Controller raus. Controller rein. Liegt das wirklich daran, dass ich zu viel an meinen USB-Dingern dran habe? Liegt das daran? Oder liegt das am Controller? Ist der Controller kaputt? So, was bist du denn, du Fellschwein, du? Da soll ich einfach rüberspringen. Okay. Guck mal, da ist das Schwein, das sehe ich doch. Guck mal, da. Da liegt das Schwein. Mit Schnupfen. Toilettenpapier. Weg damit. Braucht keiner. Junge, Junge! So, 3 Geld. Da hinten ist noch so ein fettes Schwein. Aber guck mal, wenn ich aktiv meinen Controller benutze, dann verliere ich keine Connection. Er hat gerölt, jetzt habe ich Connection verloren. Habe ich hier meine Maus an oder so? Nee. Ja, dann muss ich mit Maus und Tastatur spielen, nützt ja nichts. Ah, jetzt geht das wieder. Hä? Ich musste jetzt nicht neu connection. Okay, wer bist du? Ein kleiner Mann. Aber er ist rot und nicht braun. Und was hört denn die Kanalisation, wo die Mampfer früher wohnten? Jetzt kann ich schon wieder nicht drücken. Leck mich doch im Arsch. Ist er ein Freund? Es spielt keine Rolle. Wir haben unser Zuhause verloren, werden in Käfige gesteckt. Die Mörschlinge, sie führen Krieg gegen uns. Sie haben uns sogar unsere Insignia abgenommen. Der Tampon von Dul Guhrak, Mampfmutter des ersten Zeitalters. Nehmt diesen Rat. Mit Matschlingen kann man keinen Frieden haben. Sie werden euch jagen, sie stecken euch in Käfig. Okay, jetzt laufe ich wieder kurz mit der Tastatur. Nee. Verstehe ich nicht. Oh, jetzt geht mein Controller wieder. Wenn ich die ganze Zeit so rumdrücke, dann... Hä? Guten Tag. Guten Tag. Was ist das? Schwingen. In der Luft gedrückt halten. Oh. Mach mir eine Kette. Aber da liegen noch welche. Wuhu. Alter, er macht einfach die Schwinge. Meister, du bist zu fett. Ich kann dich nicht länger halten. Oh. Hände hoch. Wie süß. Hände hoch. Mit der Klobürste. Alter. Alter, was? Hände hoch. Lass mich laufen. Ja, egal. Wir scheißen wirklich auf den Controller. Ich mach das jetzt alles hier mit. Ich wusste noch nicht, wie man mit Maus und Tastatur schwingt. Wie schwinge ich? Ah, mit rechter Maustaste. Na, Mutti? Beine. Sie sind weg. Schnauze. Hier sind deine Beine. Hier. Hier, Beinchen. Na gut. Aua. Hui.
Vor allem, wenn es doch irgendwie am Controller liegen würde oder so, dann hätte ich das ja eigentlich bei jedem Spiel das Problem, ne? Ih, Kackwürste! Was, er greift? Er greift ihn! Kontrollpunkt. Wie, er greift ihn. Hier wird niemand ergriffen. Hui! Ah, man kann die Wände hochkrabbeln. Okay. Ich mache Überraschungsangriff von oben. Geh erstmal weiter. Geh natürlich. Du Sau, ey, rülpst mir. Okay. Shit! In Kacke gelandet. Widerlich, eklig, abartig. Ich komme rüber. Hä? Ich hab doch rechte Maustaste gedrückt. Muss er sich erstmal aufladen oder so? Ich drück doch rechte Maustaste, Dickerchen. Was willst du von mir? Der erste Sprung funktioniert doch auch. Aber hier funktioniert das komischerweise nicht. Hä, jetzt doch. Vielleicht nicht hoch genug. Schnappt ihn euch! Ich habe eine Granate. Hier. Ihr rettet mich? Ich lebe. Ich werde nicht in Käfig gesteckt. Viele Mampfer sind in Käfigen gefangen. Helft ihn. Mampfboss wird große Belohnung geben. Komm mal, hier sind Pillen. Oder? McDonald's-Packung oder so. Okay, wofür ist diese dicke, fette Granate? Hier für dich. Okay, gehen wir erstmal weiter. Normalerweise, wenn das jetzt keine Demo wäre, würde ich normalerweise jetzt hier jeden einzelnen Popel da unten einsammeln. Aber weil es jetzt nur eine Demo ist, werde ich diese Popel jetzt da überliegen lassen. Schwingen! Ich schwinge! Hä? Und sobald ich ja sterbe, alles von vorne. Guck, jetzt müssen wir die Kackwürste wieder machen. Warum bin ich jetzt da oben runtergefallen? Attacke! Da freut er sich. Ja, freut sich, Dickerchen? Ja, ich hau dir auf den Arsch, Alter. Arschbacken wie das Schwein, ey. Ja, ist so. Ist so. Er braucht gar nicht verneinen. Genau so sind deine Arschbacken auch. Also manchmal funktioniert das mit den Dingen und manchmal nicht. Vielleicht muss ich gedrückt halten. So, gehen wir mal weiter. Kontrollpunkt. Was ist das? Was ist das? Komm her, du Kackwurst.
Die Klobrüste. Ah ne, ich glaube, die Granaten. Ah, für das Tor. 3 von 9. Neuer Skill verfügbar. Neuer Skill. Fertigkeiten. Bill. Zack. Weg mit dir. Okay, was für ein Skill haben wir da freigeschaltet? Boing. Boing. Eine Katze. Ah. Ich verstehe. Ach ja, gedrückt halten. Habe ich ja selber noch gesagt. Okay, kommen wir jetzt hier mit da hoch? Ja, ne? Boing. Boing. Zack. 1 von 4. 1 von 4 Schweinchen gerettet. Aber braucht man hier nicht so einen Doppelsprung für? Ein bisschen falsch, Nugget. Nee, das war nichts. Was heißt hier? Psst. Ah nee, das müssen wir auch erst aktivieren, glaube ich. Das muss doch auch hoch. Das hier. Das muss auch hochfahren. Ich glaube, wir müssen erstmal da durch. Keine Schweine erlaubt da oben. Was in aller Welt ist das für ein Ort? Ich weiß das nicht, Nugget. Das ist ja furchtbar. Sie quälen die armen Kreaturen. Und lassen sie verhungern. Wer würde so etwas nur tun? Wer ist hier gestorben? Guck mal, seine Hörner gehen dann so auf. Guck mal. Okay. Und hepp. Er versucht zu entkommen. Wie niedlich die reden. Er versucht zu entkommen. Versucht er das? Hä? Versucht er wirklich zu entkommen? Mhm. Schnappt ihn euch! Zack! Richtig mit Kacke wird das so hoch gemacht, ne? Einfach mit Kacke. Schnappt ihn euch! Lass mich doch da hoch. Das ist ein Game, wa? Woohoo! Oh. Zu viel Woohoo. Bäh. Nicht zu nah an der Kacke ran. Alles schon so hier durchgeschissen. Woohoo! Nugget, was machst du denn immer? Was ist das? 1 von 2 Häschen? Ich war drauf. Ich bin der Meinung, ich war da drauf. Haben wir das Häschen noch? Schwingen, schwingen.
Ah, da steht auch in der Luft gedrückt halten. Da steht sogar halten. Deswegen funktioniert das bei mir manchmal nicht, weil ich es immer nur angetippt habe. Schmutz. Ey, mein Hase ist aus. Schmutz. Schmutz. Whee. Woohoo. Whee. Hier für euch. Ah, scheiße. Durch den Rückstoß. Ich hab so geworfen und bin dabei so nach hinten gefallen. Ich habe meine eigene Kraft überschätzt. Und später scheint man auch öfter schwingen zu können, weil beim Schwingen geht er von 0 auf 1. Attacke! Kontrollpunkt. Bombe! Hä? Jawoll! Attacke! Oh nein, sie haben ihn getötet! Das ist ein Massaker! Niemand kann so grausam sein! Wir müssen diesen Irrsinn beenden! Schwein, geht's dir gut? Jawoll! Oh, wie gesagt, wir sammeln nicht alles ein. Köpfe aufgespießt! Schweinsköpfe! Achso, da brauchen wir eine Bombe für. Was hat die Kacke gegen dich? Bestimmt, weil du immer meckerst, dass ich so viel scheiße. Jetzt rächt sich die Kacke. Wir kamen aus Hases Arsch und du hast dich immer über uns lustig gemacht. Rache für den Hasen. Stell dir mal vor, ey. Stell dir mal vor, meine Kacke rächt sich an dir. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich noch weitergehen will. Schnauze. Ih, hier hängt auch ein Kopf. Da oben auch. Guck mal, für die Kacke. Die haben sogar ihren eigenen Banner. Hier, Hände links, rechts, geradeaus. Oh, da vorne ist Kolosseum. Die Kacke-Arena. Der Shit is real. Alter, Mr. Durchfall. Alter, den habe ich letztes Mal so richtig rausgepresst. Der hat wehgetan. Aua. Schnauze, du. Schnauze. Hier für dich. Alter. Aua. Hier. Aua. Falschen Knopf. Ich drücke aber den falschen Knopf. Er ist bewusstlos. Hier. Bam. Voll in die Fresse. Er hat seinen Helm verloren. Hilfe. Ich war doch immer lieb zu dir. Ich verbringe so viel Zeit am Tag mit dir. Okay. Wir haben was gekriegt. Wir haben das Tampon. Wir haben das Tampon. Das scheiße Tampon.
Guck mal, da oben haben wir schon einen Tampon. Da ist scheiße Tampon. Wo lang? Da lang. Nimm mich mit. Oh. Ist das ein Arsch? Haben sie hier einen Arsch aufgespießt? Das ist doch safe ein Arsch. Schnauze! Wuhu! Na ihr? Vor allem, ich benutze den Engel, um mich zu wehren. Ich benutze einfach den Engel. Das muss man sich auch erstmal über die Zunge zergehen lassen. Dass ich mit dem Engel hier Jetzt haben wir 2 von 2. Was heißt das nur? Was mag das nur zu bedeuten? Attacke von oben! Wuhu! Komm runter! Zack! Kontrollpunkt. Ja, shit, ich hab gedacht, ich kann, weißt du, so richtig cool sein. Einfach die eine Plattform überspringen. Ich hab gedacht, ich bin eine richtig coole Socke. Jetzt hat's geklappt. Einfach nochmal ausprobieren. Autsch! So, was ist hier los? Ich dachte, der raucht eine. Guck mal, das sieht aus, als ob einer rauchen würde. Oh nein, da ist die Demo zu Ende. Hallo. Und das ist ja ein Shop wahrscheinlich, ne? Ihr öffnet Käfige, befreit die Kinder, ihr müsst Freunde der Mampfer sein. Finde sie alle, befreie sie und du erhältst ein großzügiges Geschenk. Haben wir nicht alle gerettet? Was war das denn? Er frisst Kacke! Er frisst die Kacke einfach. Ist er Kaka? Das ist seltsam. Das habe ich auch einmal versucht. Schmeckt aber nicht wirklich gut. Ich mag diese Kerle. Die sind irgendwie freundlich. Ist ja widerlich. Hier für dich. Oh. Ist die Demo hier zu Ende? Na, gefällt dir dein kleiner Ausflug? Wahrscheinlich hast du schon einiges an Zeug eingesammelt und keine Ahnung, was du damit machen kannst. Das I erlaubt es dir, deinen Fortschritt zu prüfen und deinen Fertigkeitsbaum anzusehen. Vielleicht hast du ja schon genügend Candy Meats, um da was freizuschalten. Du findest das schon raus. Wir müssen I drücken. Aha, hier sind wir. Und das ist alles hier. Was ist das denn hier? Ein Wal. Ein Wal. Ja, Meats haben wir. Zwei davon. Aha. Das haben wir schon freigeschaltet. Und das können wir ja. Ein zusätzlicher Schwung. Du bekommst einen weiteren Schwung. Für 3 Meats. Und die kosten alle 5 Meats. Meats. Und das ist unser Buch. Lass mal in unser Buch reinschalten. Gucken. Backmischung. Hier ist ein Panda. Verdorbenes Ei, graues Ei, frisches Ei, Lieferjunge, Antibiotika. Was? Alkoholische Kotze, fruchtige Kotze.
Was sind das für Notizen? Oh, schnell! Usch, aua! Mal auf! So, jetzt haben wir drei. Guck mal, eins, zwei meine ich. Hui! Ich mach dich fertig. Mach dich fertig. Ja. Bam, batsch, batsch. Jawollo. Kontrollpunkt. Njung. Njung. Endlich das Licht. So langsam ging mir das hier nah. Wusch. 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 Licht. Freiheit. Und ich gehe mal davon aus, die Demo ist jetzt zu Ende. Ende Gelände oder nicht so? Früher habe ich Jump'n'Run-Spiele geliebt. Also so Crash Bandicoot und Donkey Kong. Sowas habe ich ja früher durchgesuchtet mit alles einsammeln, alle Diamanten und sowas. 15 Minuten können wir noch spielen. Du hast es rausgeschafft. Gar nicht mal so unfähig, wie ich dachte. Jetzt hast du 15 Minuten, um rumzustreunern und dir Sachen anzuschauen, wie du möchtest. Aber denk dran, du bist hier nicht im Urlaub. Versuche irgendwas Sinnvolles zu machen. Und wenn du fertig bist, mach dir eine Notiz, auf der steht, kauf Hell Pie, wenn es erscheint. Okay, wir haben 15 Minuten jetzt Zeit, uns die Demo voll anzugucken. 15 Minuten, go, go, go. Ah, lebe noch. Hörner benutzen. Ah, mit den Hörnern benutzen. Also, mit den Hörnern benutzen können wir uns hier die Level ankicken. Pappel, hast du noch gute Nachtgeschichten? Brauchst du wieder eine? Können wir gleich gerne nach der Demo machen. Was ist das? Ein Ei! Okay, aber wir sind nicht im Urlaub, ne? So, hier ist die Kanalisation. Da ist irgendwas. Guck mal da hinten. Okay, gehen wir mal in die Kanalisation. Ach ja, ich weiß, du würdest gerne wieder da rein. Du bist wahrscheinlich durchgerannt, hehehe. Aber hast ein paar Einsamlis verpasst und jetzt würdest du es gerne nochmal versuchen, aber besser? Tja, Pech gehabt. Du hast nicht, du kannst nicht zurück, weil das nur eine Demo ist, du Arsch! Die Fallversion kommt mit 10 unglaublichen Jump'n'Run-Level sowie 4 verschiedenen Hub-Welten. Alle davon können jederzeit wieder besucht werden, um dein gesamtes Arsenal an Fertigkeiten und Verbesserungen nutzen zu können. Also tu dir einen Gefallen und kauf das Spiel, du Hobo! Oh, mal. Wenn es erscheint, damit ich dich nicht nochmal wegschicken muss. Schnauze. Alter, ich kann sie einfach verprügeln. Okay, wir können mit der Bombe aber den Käfig da oben öffnen. Da, 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 da. Er versucht zu entkommen. Aua. Die haben 24 Stück gibt es hier.
Die haben gesagt, ich versuche zu entkommen. Bäh. Potsau. Achso, weil er ja gefressen hat, ne? Ja, das macht natürlich Sinn. Er versucht zu entkommen, ihr haltet ihn fest. Ich muss hier hin und dann muss ich hier hin und dann muss ich da. Ach, da wäre auch noch eine Bombe gewesen. Halt ihn den Fels, er versucht zu entkommen. Zick. Da bin ich. Bam, bam. Ein graues Ei. Jetzt brauchen wir noch ein frisches Ei und ein verdorbenes Ei und dann haben wir die Sashimi-Bucht. Ah ja. Waha! Waha! Butsch. Gehen wir da wirklich rein? Du könntest in was reintreten. Da hinten ist ein Fragezeichen, da hinten rechts. Da habe ich mir gerade den Kopf aufgeschlagen. Guck mal da hinten. Was ist das? Ein Einhorn. Was ist das? Eishörnchen. Heiliger Kämpferfall. Außerdem wäre ich nicht hier. Ich bin lebender, denkender Sand. Die Krönung der Schöpfung. Bewundere meine Schönheit. Knie nieder vor meiner Brillanz. Füttere mich mit Strahlung und ich werde deine mickrige Seele versorgen, wenn ich die Weltherrschaft übernehme. Schnauze. Ah, man muss diese Fässer hier aufmachen. Was sind das? Dino-Fische. Guck mal, Dino-Fische. Ab ins Wasser mit dir. Merkwürdige Kreaturen. Was bist du denn? Freund oder Feind? Ich mag den Strand. Das ist Teddy. Teddy die Schnecke. Da gibt's Sand. Ich mag Sand. Schnauze. Was ist das? Teleporter freigeschaltet. Ist das ein Boot? Sieht mir nicht nach einem Boot aus. Hey! Du kannst hier nicht so weitergehen, Alter. Hinter mir sind Korallen und so. Tritt nicht drauf, Mann. Die sind super empfindlich und gehen kaputt und so. Wir werden euch mit unserem Kanon erschießen, wenn ihr über diesen Punkt hinausgeht. Dreht euch einfach um oder so. Hinter. Korallen, ich komme. Usch. Oh nein, sie haben es getötet. Getötet direkt? Hä, die bauen sich doch neu auf. Piranhas. Hui. Hui. Hui, ja. Die machen hier richtig Stress. Hui. Hui, hui, hui. Die Bomben. Die meinen das ernst. Chat daneben gesprungen. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Schneller rauf, schneller wieder weg. Ich bin da. Wish. Guten Tag. Ja, er rülpst ihn erstmal voll in die Fresse. Der Engel. Der Engel stand genau vor seinem Gesicht und hat ihn richtig angerülpt. Dieser Ort sieht uralt aus. Also, es ist nicht schlecht. Du hast auf jeden Fall schon Besseres gespielt. Also, Beschisseneres. Teleporter.
Was ist das? Es riecht nach Fisch und stinkt nach... Wir brauchen 4 Dinger. Haben wir nicht. Hier weint jemand. Da oben. Jetzt haben wir 4. Ich opfere 4. Da, opfern. Schrein von Utsgudgur. Mit seinen mächtigen Hörnern durchbrach er einst die Pforten des Himmels und schlachtete 245 himmlische Wächter ab, bevor er schlussendlich niedergestreckt wurde. Soll ich's tun? Es wimmelt. Guck mal, wie es wimmelt. Diese traurige Musik dazu. Guck mal, diese Glubschis. Ich muss drücken. Es quält sich. Oh, seine Augen, seine Augen. Ich mag das gar nicht durchziehen. Was ist so mein Musikgeschmack? Das jetzt gerade zum Beispiel. Hallo! Hörner. Ah, jetzt kann man verschiedene Hörner aussuchen. Alter, mein Controller schon wieder, ne? Oh, Hilfe! Hilfe! Mutti! Alter, ich erschreck mich jedes Mal, wenn... Warte mal. Jetzt geht der Controller wieder, weißt? So. Guck mal, ich kann hier richtig und dann loslassen. Pam. Nein! Schon wieder daneben gesprungen. Okay, das Springen ist auch wirklich schwierig. Happel ist schon ein kleiner Psycho, oder? So ein bisschen. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, wegen Musikgeschmack, eigentlich höre ich alles, was modern ist, immer. Und auch Ich hänge hier noch. Ich hänge hier noch. Ich höre auch gerne Ballermann, Schlager, aber halt aber auch Techno, Hip-Hop, Rap. Also eigentlich höre ich alles. So, jetzt hier so. 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 Pam. Was ist das denn für eine... Aua! Der macht mich tot. Ich wünsche für... Kriegt man ihn überhaupt tot? Ich hau einfach ab. Hey!
Ja. Und jetzt dürfen wir die Hörner wahrscheinlich behalten. Das ist so dieses Hörner-Level wahrscheinlich gewesen. Damit wir die Hörner freischalten können. Also man muss sie opfern und dann... Ja, und jetzt haben wir die. Oh, yo, shit. Aua. Ich höre doch schon wieder Kacke oder so. Aber hier ist doch noch mehr. Oh. Ja, oh shit. Und wenn wir die Hörner nehmen, dann können wir hier rumgucken. Guck mal, hier ist noch jemand. Ah, das ist der Teleporter. Ach so. Und da ist auch ein Teleporter. Huio. Huio. Was ist das? Eine Katze. Miau. Ih, Löcher. Löcher. Und da hinten kommt man wahrscheinlich hin, wenn man öfter schwingen kann. Also wenn man öfter schwingen kann, dann kommt man da hin. Aber so leider noch nicht. 3 Minuten nur noch. Ich fände Capture besser. Ich Mario. Capture mag ich so ungerne. Komme ich da hin in 3 Minuten? Alles an Musik höre ich nicht. Ich höre zum Beispiel kein Metal. Metal mag ich gar nicht. Dann auch so bestimmte Arten von Techno mag ich auch nicht. Also so Hardstyle zum Beispiel mag ich nicht. Also es gibt ja 1000 verschiedene Arten von Techno. Irgendwie dieses Jumpstyle, Hardstyle und... Unglaublich, noch eine Insel. Guck mal, hier ist noch eine Kitzel. Okay, was sagt... Wir müssen... Da ist ein Ausrufezeichen. Da will ich auf jeden Fall gucken, was das ist. Kommen wir da irgendwie hin? Ja, hier. Was ist das? Uiuiui. 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 So, da hinten. Hui. Was geht hier ab? Mutti. Ja, Schätzelein, hallo. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber glaub mir, ich weiß mehr über dich, als du denkst. So, wir haben keine Zeit zum Lesen, leider. Vor allem Sach redet die gerade von Vollversion. Haben wir hier noch irgendwo ein Fragezeichen? Ja, da hinten auf der Insel sind auch ganz viele, ne? Huiu. Huiu. Warte mal, M? Kann man M drücken? I? I. Dann gehen wir hier zum Teleporter. Aber wir müssen wahrscheinlich erst in einen Teleporter rein, um uns woanders hin zu teleportieren, ne? Hui. Nein. Schnauze, du Fisch. Ja, nein, ja, nee. Okay, die Demo ist jetzt sowieso zu Ende.
40 Sekunden nur noch. Oh. Ich werde da jetzt hoch. Jetzt. Warten. Haben ja noch dicke Zeit. 30 Sekunden noch. Also alle Zeit der Welt hier. Na mal gucken, was ist das? Ein Fernglas. Okay, haben wir das auch gesehen? Nett und sch. Was ist das? Auch noch schnell angucken. Oh nein, die Zeit. Hier können wir uns nochmal schön den Hafen angucken. Schön, schön. Da hinten ist auch noch was. Schön, schön. Ja, alles schön. Der Mond! Er hat einfach alles. Okay, jetzt gucken wir uns noch den Trailer an. Oder auch nicht. Dann geht nur YouTube auf. Ja, meine Damen und Herren, das war Halpai. Wenn es dir gefallen hat, kannst du es dir ja holen. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zum Spiel. Du würdest mich sogar unterstützen, weil ich 8% von abkriege. Also, gönn uns doch. Du gönnst dir das Spiel und mir gönnst du die 8%. Die 8% zahlst du nicht mehr, sondern ich krieg sie nur oben drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.